Okay, jetzt schon wieder für mich fast Zeit zu verschwinden. Ihr wart sehr flott. Wir kommen jetzt nämlich zum nächsten Projekt und zwar Smart Groceries. Hier haben wir Clara, Florian, Said, Mert und Tristan, die uns das vorstellen. Ich bin sehr gespannt und überlasse euch mal die Bühne. Das mit der Technik klappt bestimmt gleich. Ja, das sieht gut aus. Okay. Ja. Läuft. Ja, hallo, wie schon gesagt, wir sind Tristan, Said, Mert, Florian und ich, also Clara, und wir stellen euch heute Smart Groceries vor. Unser Problem war, dass meistens nur wenig Informationen gleichzeitig von Lebensmitteln angegeben werden und deshalb würden wir dann eine Einkaufsliste erstellen, in der man den Namen der Person sieht, die die Sachen hinzugefügt hat, den Namen des Produkts, die Preise und die Anzahl. Wir wollten die App so gestalten, dass sie jetzt wie ein Shopping-Service aussieht und man kann jetzt Produkte aus verschiedenen Supermärkten in eine Liste hinzufügen und diese Liste wird von jeder anderen Person gesehen, mit der man den mehrere Accounts teilt, also so eine Accountgruppe. Und ja. Kommen wir kurz zur technischen Funktionsweise unserer App. Als Programmiersprache haben wir uns für Python entschieden. Zu Python haben wir das Modul Kiwi hinzugefügt. Das kümmert sich so gesagt um die Grafik unserer App. Diese App, das, was für den User sichtbar ist, kommuniziert mit dem Backend. Hier ist so gesagt die Logik des Programms. Und dieses Backend wiederum kommuniziert mit einer Datenbank über SQL-Abfragen. Und auf dieser Datenbank haben wir zunächst nur selbst Daten aufgespielt, manuell. Allerdings steht für uns als Herausforderung auf jeden Fall noch bevor, externe APIs aufzubauen. Und ja, jetzt wollen wir euch noch unseren bisher gebauten Prototyp der App vorstellen. Also wir haben gerade noch leichte Technikprobleme, wie man gerade sieht, mit dem, dass man es anzeigen lässt. Also das ist jetzt der Prototyp der App. Da sieht man einmal den Namen und den Nachnamen, den kann man da jetzt eintragen. Okay, so. Eintragen. Wenn man dies jetzt bestätigt, wird es in einer externen Datenbank nochmal gespeichert. Also da stehen alle Namen drin, die sich jemals mit angemeldet haben für die App. Jetzt kann man, das ist jetzt das Startmenü, da kann man angeben, welches Produkt man sucht. Wenn man dies jetzt sucht, steht dann da, wie das Produkt heißt, was der EAN-Code ist, die Marke, der Preis, Gewicht, Verpackungsart und halt noch die Nährwerte. Dort kann man jetzt auch angeben, ob man zum Einkaufswagen das hinzufügt, das Produkt, oder ob man zurück ins Startbereich geht. Wenn man zurück im Startbereich ist, kann man auch direkt auf den Einkaufswagen zugreifen, indem man auf Shopping Cart drückt. Ja, wie ihr gesehen habt, waren diese einzelnen Informationen leider noch nicht verfügbar. Dies sehen wir aber auch auf jeden Fall als unsere nächste Herausforderung.
Und ja, wir sind schon gespannt. Jetzt will euch SiteMERT noch das Ende der Präsentation vorstellen, unsere künftige Herausforderung und was wir uns noch von unserer App erhoffen. Unser Hauptproblem mit der App war es, dass wir keine Datenbank haben, die groß genug ist, um mehrere Produkte aus mehreren Supermärkten zu haben. Also wir müssen eine Datenbank finden oder erstellen mit sehr vielen Produkten und das ist sehr zeitaufwendig, also hatten wir jetzt nicht die 2 Tage Zeit dafür. Und wir wollen die Informationen auch noch weiter erweitern und dafür müssen wir auch die Datenbank erweitern, wie ich schon gerade erwähnt habe. Und ja, und für die Nährwerte, also eigentlich, und die Nährwerte ist auch ein sehr großes Problem, weil die muss man auch alle in der Datenbank reintun und das ist auch sehr aufwendig. Das war das Ende unserer Präsentation. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich danke allen unseren Mentoren und Mentorinnen, die uns dabei geholfen haben, dieses Projekt zu machen. Und wenn ihr, unser Projekt ist natürlich Open Source, das heißt, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, dann könnt ihr gerne auf uns zukommen. Wir sind erreichbar unter jugendhackt.de/smartgroceries und wir würden uns über Feedback freuen. Dankeschön. Okay, danke euch.